Also die Relevanz eines Bildes könnte man als den richtigen Griff beschreiben. Warum muss ich jetzt ausgerechnet dieses Motiv verbildlichen? Warum nicht ein anderes? Das ist sozusagen der Griff aus der Möglichkeit, aus der Fülle an Möglichkeiten und Bildern, die man bearbeiten kann. Eigentlich gibt es immer den richtigen Griff, weil ja auch ein Fehlgriff dich irgendwie weiterbringt, ne? Siehst du, das hat doch nicht funktioniert, bist aber vielleicht auf eine neue Technik gestoßen. Man hat zwar schon immer einen genauen Plan von der Arbeit, aber es verläuft ja doch immer anders. Und manchmal geht es total daneben, aber dann ist es das genauso. Das passiert oft bei Monotopien oder bei Tuschearbeiten, wenn man tatsächlich mit dem Pinsel übers Papier geht und es tropft schon was hinab. Manche würden dann das Blatt wegwerfen, aber ich finde genau das auch spannend. Dieses Unverhoffte oder diese Unfälle, dieses festgefahrene Denken und an einem Plan festhalten, funktioniert eigentlich nicht in der Kunst. Die lebt genau von diesen Momenten, die unvorhergesehen eintreten. Sonst wäre es ja total langweilig. Sonst wäre es ja ein Abarbeiten. Könnte ich ja auch bei der Post stempeln. Die erste Idee wird erstmal in einem Skizzenbuch fixiert und dann irgendwann, wenn es soweit ist, ne, wenn der innere Druck da ist, das kann man wirklich so beschreiben, wird das bearbeitet in einer Technik, die zu dem Motiv passt, zu dem Bild. Ne, ob das jetzt eine Pastellzeichnung ist oder eine Tusche oder ein Druck. Das kommt nicht unbedingt im Atelier, die Idee kommt unterwegs, draußen, wo auch immer und zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und das wird natürlich, deshalb sind ja die Skizzenbücher so wichtig, das wird erstmal festgehalten. Und das Umsetzen, das hat dann schon, ja, dieser Druck ist nicht unbedingt die Inspiration, sondern eher so ein inneres, das muss jetzt gemacht werden. Ich meine, natürlich tauchen auch immer wieder Ratzengestalten, Dämonengestalten auf, die sich aber aus dem Motiv entwickeln. Die kommen erst mit dem Bild, also angenommen, ich mache ein Porträt von jemandem, dann kann es schon vorkommen, dass ich da Dinge hinzufüge, die nicht auf dem ursprünglichen Porträt sein sollten. Die entwickeln sich beim Arbeiten. Das ist eher die mich umgebende Welt, eigentlich die reale Welt, die dann in Form einer Situation, einer Person, wie auch immer, in Form einer Stimmung irgendwie zu mir dringt. Und dann wird das gefiltert und wiedergegeben. Ich bin ja jemand, der sehr viel immer wahrnimmt und sehr stark und ich glaube, man braucht auch diese Sensibilität, um als Künstler zu arbeiten. Und da muss ich mich natürlich auch ein bisschen schützen und wieder zurücknehmen, wenn es zu viel wird. New York ist natürlich eine andere Luft. Auch wenn man da sehr lange ist, stumpft man auch ab. Aber ich habe das immer so gemacht, dass ich genauso lange da war, wie ich eben Dinge aufnehmen konnte. Und wenn das dann voll war, mein Input voll, dann bin ich wieder zurück in mein kleines, ruhiges Atelier. Es gibt ein Bild von meinem Freund Taylor, der sich selbst fotografiert hat. Und das habe ich zuerst hier skizziert. Das sieht natürlich total anders aus als in der Pastellzeichnung. Wirklich sehr grob, aber ich weiß erstmal, dieses Bild ist da und das kann man irgendwann bearbeiten. Das hat es zum Beispiel geschafft in die, Relevanzebene. Er hat es auch geschafft in eine Monotopie, den habe ich dann abgezeichnet, ne? Der Dressurreiter. Alles, was irgendwie, was mich anspringt, das kommt ganz unvermittelt. Ich suche danach nicht, ne? Das passiert einfach. Und es muss natürlich alles erstmal kurz festgehalten werden. In einem Skizzenbuch sind vielleicht 80%, die niemals bearbeitet werden. Die spiegeln ja auch immer irgendwas von einem selber wieder, die Porträts, also die Porträtierten. Irgendwas muss da korrespondieren, dann kann ich das bearbeiten. Das Authentische ist ja eigentlich das, wenn man von Regeln in der Kunst spricht, wäre das für mich die Regel,
authentisch zu sein, ist die einzige Regel, die man hat. Und für diese Authentizität braucht man natürlich ein gewisses Handwerk. Also so ein gewisses Handwerk ist eine gute Voraussetzung, um dann frei damit zu arbeiten.